Ich begrüße dich, Sven, ganz, ganz herzlich heute zur heutigen Live-Session zum Thema Projekte und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche. Wir hatten uns mal telefonisch unterhalten. Da fand ich das so spannend, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich eine tolle Live-Session für uns. Und danke, dass du dich bereit erklärt hast, das auch zu machen. Und alles Weitere kannst du über dich sicher besser erzählen als ich. Und da würde ich dir das Wort übergeben. Ja, vielen Dank und danke auch für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute das eine oder andere erzählen kann zu dem, was wir seit vielen Jahren bei uns in Cottbus und Umgebung machen. Und ja, vielleicht ein paar Sätze bloß zu mir. Ich bin seit vielen Jahren Imker, habe also selbst 15 Völker und betreue bei uns im Imkerverein Cottbus, in dem ich Mitglied bin. Auf der einen Seite die Thematik Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Und auf der anderen Seite aber eben auch die Jugend, bin Jugendobmann und das ganze Thema Bildung. Also nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für unsere, ja, wie es so schön heißt, Neuimker oder Jungimker, die ja nicht immer im jugendlichen Alter sind. Also auch diese ganze Thematik Weiterbildung, Fortbildung der bestehenden Imker bei uns im Verein und dabei eben auch alle Interessierte, die also einsteigen wollen. Und ja, das macht auf der einen Seite natürlich riesen Spaß, weil man immer wieder auch mit neuen Fragen konfrontiert ist bei jeder Stunde, die man also mit den Imkern hat. Und es ist gerade mit Kindern und Jugendlichen eine ganz interessante Sache, aber es ist natürlich auch Arbeit und darüber will ich heute ein bisschen was erzählen. Das ist also nicht unbedingt ein Fachvortrag, sondern eher ja, so ein Bericht über das, was wir tun und wo wir also gute Erfahrungen gesammelt haben. Wir sind relativ breit auch aufgestellt, sodass wir also schon vieles auch ausprobiert haben. Und da, ja, darum soll es heute eigentlich gehen. Sehr gut, dann starte ich mal mit meiner Präsentation. Und ich starte so, wie wir eigentlich alle unsere Kurse auch beginnen, egal ob Erwachsene oder Kinder, Jugendliche, mit einem Bild. Der eine oder andere kennt es vielleicht schon. Die Insekten verschwinden. Also hier ist dargestellt, die Gesamtmasse der Insekten in Deutschland ist extrem zurückgegangen in den letzten Jahren, also fast 30 Jahren, 76% Rückgang der Gesamtinsektenmasse und 42% aller Arten gelten als bestandsgefährdet, extrem selten oder bereits ausgestorben. Und das war und ist für uns eine ganz bedrohliche Tatsache. Und wir haben überlegt, wie können wir mit dem Thema der Imkerei und der Bienenhaltung, die wir selber ja praktizieren als Hobby oder kleineren Teilen auch bei uns im Verein als Erwerbsimker, wie können wir also zu diesem Thema, was ja nicht unbedingt mit der Imkerei an sich zu tun hat oder nicht vollumfänglich zu tun hat, wie können wir mit diesem Thema umgehen und das vielleicht auch nutzen, um besonders auch der künftigen Generation da was Entscheidendes auch mit auf den Weg zu geben. Und das ist für uns Anlass gewesen, uns also auch in der Arbeit, Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche, in der Umweltbildung zu engagieren. Und was wir immer ganz zum Anfang auch herausstellen, ist, dass die Imkerei, die Honigbiene, zu dieser Masse der zurückgehenden Insekten nicht dazugehört. Wir haben also in Deutschland und auch bei uns gerade in den Regionen immer wieder in jedem Jahr steigende Zahlen an Insekten und an zu betreuenden Honigbienenvölkern. Aber die Honigbiene ist natürlich Sympathieträger und deshalb nutzen wir das auch und haben also dieses ja wirklich auch so als Aufhänger für unsere Schulungen und für den Beginn auch unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Was ich heute vielleicht kurz vorstellen möchte, ich versuche dann auch die Zeit entsprechend einzuhalten, wären also diese Themenfelder. Erstmal, warum Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Imkerei? Welche Voraussetzungen sind vielleicht nötig für Kita- oder Schulprojekte? Dann, welchen Umfang gibt es dort in der Arbeit und vielleicht auch in der Gestaltung eines Standes oder verschiedenen Möglichkeiten, die man eben auch mit solchen Einrichtungen hat? Dann, welche Möglichkeiten gibt es, pädagogische Inhalte mit dem Thema Bienen zu verknüpfen? Das ist für uns auch eine ganz wichtige Sache, dass man nicht einfach nur tut, sondern das eben auch entsprechend pädagogisch verknüpft. Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Und dann nochmal eine Übersicht zu praktischen Beispielen, die wir also selbst schon seit einigen Jahren so durchführen. Ja, zum
ersten Punkt, warum also Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Imkerei und mit Bienen? Uns ist es also wichtig, die kommenden Generationen zu sensibilisieren. Das Thema der Umweltbildung ist für uns ein ganz wichtiges, denn wir können mit der Imkerei und eben auch mit dem Thema der Honigbiene verschiedene Themen auch verknüpfen. Natürlich ist immer ein großes Thema die Naturbeobachtung. Wenn wir also an den Völkern sind, ist immer das Erste, was wir tun, dass wir uns anschauen, was passiert gerade in unserer Umwelt, in der Natur, was blüht gerade, welche klimatischen Gegebenheiten haben wir gerade. Also das dokumentieren wir mit den Kindern. Und da sprechen wir auch relativ viel mit den Kindern. Dadurch, dass wir die Arbeit ja auch über viele Jahre durchführen, also in der Grundschule meistens von der 1. bis zur 6. Klasse durchweg, haben wir da also auch so eine kleine Statistik, die wir dann also auch für die einzelnen Jahre dann auch aufstellen können. Und die Kinder lernen eigentlich auch im Rahmen dann der Imkerei die Naturbeobachtung als ein ganz wichtiges, ja, als einen ganz wichtigen Anzeiger auch zu begreifen. Ja, wir fördern damit natürlich dann die eigene Reflexion zum Umgang mit der Natur. Also so eine Schwerpunktthemen wie Nachhaltigkeit, Zerstörung auch der Umwelt, Umweltgifte, großes Thema Lichtverschmutzung, dann die Urbanisierung, also Verstädtung ohne Kompensation, generell den Eingriff des Menschen in die Natur. Also das sind so Themen, die wir immer wieder einstreuen, die aber von den Kindern auch selbst kommen. Also wir überlegen wirklich, was hat der Mensch damit zu tun? Was können wir auch anders machen? Und welche Ursachen haben eben auch bestimmte Vorgänge, die ja Eingriff des Menschen als menschengemachte Themen ja eben einfach auch in unserer Welt sichtbar sind. Die Kinder und Jugendlichen werden durch diese Wissensanreicherung zu Bienenbotschaftern, also wir nennen das dann auch so, haben da also auch so ein, am Ende dann solcher Kurse dann eben auch so eine kleine Urkunde als Bienenbotschafter. Und die Kinder geben ihr neues Wissen dann entsprechend weiter. Also das koppeln sie auch zurück, dass also das Gespräch zu Hause in der Verwandtschaft unter Freunden dann auch immer wieder auf solche Themen fällt und man dann als Kind oder auch im Jugendbereich, wenn man also an solchen Themen auch wirklich sich mal gedanklich näher auch befasst, dass man dieses Wissen auch gern weitergibt und auch immer wieder weiter vertieft. Wir haben also jetzt schon Generationen, die bei uns ja in der Jugend, in der Grundschule aktiv waren, die wir dann also nach Jahren jetzt dann wieder mal getroffen haben zu Messen oder bei uns gibt es auch verschiedene Studienprojekte, wo man dann also dann den einen oder anderen, den man als Kind oder Jugendlichen schon mal mit im Projekt hatte, dann auf einmal wieder sieht und wieder trifft. Und da wird dann schon zurückgekoppelt, dass einen das nicht loslässt und dass man diese Themen dann doch auch immer wieder, egal ob im privaten oder dann vielleicht auch im Studien- oder im beruflichen Feld, dann auch immer wieder da hochholt und das Thema am Thema einfach dranbleibt. Wie wir vorhin schon festgestellt haben, die Honigbiene dient uns hier eben auch als Sympathieträger für Wildbienen und weitere Insekten. Denn es ist natürlich klar, niemand würde auf die Idee kommen, zum Beispiel Mückenforschung oder beziehungsweise nicht Mückenforschung, Entschuldigung, Mückenschutz oder Wespenschutz zu betreiben. Das sind natürlich nur Spezialisten, die das tun, sondern die Honigbiene ist hier eindeutig Sympathieträger für die nicht bekannten oder natürlich auch nicht ganz so beliebten Insektenarten. Und damit beschäftigen wir uns aber durchaus auch die Frage, welchen Sinn haben denn eben auch und welche Funktionen haben eben auch Wildbienen oder andere Insektenarten, ist eben bei uns auch ein ganz wichtiges Thema. Wir beschäftigen uns also nicht nur mit Honigbienen im Rahmen dann der Imkerei, sondern eben auch mit solchen Themen. Und meistens ist das dann so ein bisschen Herbst bis Frühjahr, also über die Winterzeit, nochmal ein bisschen näher thematisiert. Und das ist also von den Kindern eben auch, wird das immer sehr gut aufgenommen und ist uns eben auch ein Anliegen. Und wir fördern eigene Aktivitäten, gerade eben dann so auch im privaten Bereich. Also es muss nicht jeder Imker werden, um sich für den Insektenschutz einzubringen. Das ist also auch wirklich nicht unbedingt jetzt Ziel von unserer Kinder- und Jugendarbeit, dass da wirklich ganz viele Imker am Ende bei rauskommen, sondern es geht wirklich um eine Bewusstseinserweiterung, ja, um die Frage, was kann ich selbst tun mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, um mich hier vielleicht einzubringen. Und das ist eben nicht unbedingt das Ergebnis, dass dann jeder Imker ist und sich mit Honigbienen beschäftigt, sondern sich einfach
ja, mit der eigenen Umwelt auseinandersetzt und vielleicht die ein oder andere private Aktivität zum Insektenschutz insgesamt im Bereich, egal ob man ein Grundstück hat, einen Balkon hat, städtisch wohnt, eher im ländlichen Bereich. Also da gibt es ja die verschiedensten Facetten. So, vielleicht ein paar Ansätze zu den Voraussetzungen für Kita- und Schulprojekte, die wir in den letzten Jahren dann so für uns eben auch so mitnehmen. Wir haben also einen ganz wichtigen Punkt. Es braucht natürlich Akzeptanz in der Schule, Kita, in der direkten Nachbarschaft, bei den Lehrern und bei den Eltern. Die Kinder sind erfahrungsgemäß sofort mit dabei, die sind auch sofort zu begeistern. Aber wenn man kommt und eben dieses Thema, wir wollen entweder ein Projekt machen oder wir wollen eine Schulimkerei aufbauen, gibt es natürlich viele Leute, die man mit ins Boot holen muss, auch sollte. Wir haben auch die Erfahrung schon gemacht, dass wenn man das so, ja, so ein bisschen im Kontra zur Nachbarschaft oder eben besonders auch zur Elternschaft aufziehen möchte, hat man es nicht nur am Anfang schwer, sondern auch auf Dauer wirklich auch Probleme. Also ideal ist, wenn man so eine Idee hat oder den Wunsch hat, wir wollen hier was tun. Besonders wenn es dann auch ein längeres Projekt ist, was also nicht nur ja über so eine Projektwoche geht, sondern wirklich in Richtung, es soll einen dauerhaften Schaukasten oder eine Schulimkerei etabliert werden, bietet sich es also wirklich an, mit den Lehrern natürlich zu sprechen, der Elternschaft es vorzustellen, in der Nachbarschaft dafür zu werben. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt ganz viele Fragen am Anfang, kritische Fragen, kommt natürlich dann sofort. Was ist denn, wenn die Bienen dann stechen? Das ist also, war bei uns am Anfang ein Thema und bei jedem Projekt, was wir mit begleitet haben, ist das eben auch ein wichtiges Thema. Aber damit muss man von Anfang an auch umgehen, das muss man offensiv auch ansprechen und da auch ein bisschen Ängste nehmen. Also das ist aus unserer Sicht eine ganz wichtige Sache. Die Standortwahl ist natürlich auch wichtig. Das ist also eine Voraussetzung für solche Projekte, dass man also auch räumlich Möglichkeiten hat, hier aktiv zu werden, also ruhig ein bisschen abgelegen, eingezäunt und eben auch ein bisschen Platz zum Wachsen, wenn man eine Schulimkerei aufbauen möchte, weil es ja oft so ist, dass man mit einer Idee und mit einem kleineren Projekt anfängt und dann kommt das so mit dem zweiten, dritten, vierten Jahr, dass dann also auch der Platzbedarf durchaus noch ein bisschen steigt. Also es gibt da mal die zwei Varianten. Entweder reduziert man, weil man es personell oder von der Zeit nicht weiter umsetzen kann, oder es wächst einfach auch. Und da ist es günstig, wenn man also von vornherein schon die Möglichkeiten ins Auge fasst, wie kann so eine Schulimkerei auch wachsen. Diese Standortwahl, ruhig abgelegen, eingezäunt, ist aus unserer Sicht wirklich auch wichtig, um wirklich den Tieren auf der einen Seite den Rückzug auch zu lassen und eben auch die Möglichkeit, sich entsprechend wohlzufühlen, aber eben auch, dass die Kinder immer nur mit Erwachsenen, mit den Lehrern oder mit den AG-Betreuern oder egal wie das aufgeführt oder aufgezogen wird, dass man hier also die Kinder davon auch wirklich so ein bisschen räumlich auch trennen kann. Denn das ist auch eine Erfahrung, einfach nur einen Schaukasten mitten auf den Schulhof gestellt. Das bringt schon dann auch auf Dauer Schwierigkeiten, weil auf der einen Seite die Bienen doch auch unruhiger sind, ist vollkommen klar. Und auf der anderen Seite man eben auch so ein bisschen Aufsichtsprobleme hat. Gerade in der Grundschule gibt es immer jemanden, der mal versucht, mit dem Stöckchen dann ins Flugloch oder das Flugloch irgendwie ja zu versperren mit Steinen, mit was auch immer. Also die Schwierigkeiten gibt es durchaus. Und da sollte man also wirklich gucken, dass man Möglichkeiten hat, hier also auch räumlich das Ganze ein bisschen zu kontrollieren. Ja, temporär ist es dann auch von Vorteil, wenn man weitere Räume zur Verfügung hat, also zum Beispiel für Projekttage, wenn man so einen Tag hat, Honigschleudern, die Honigernte, braucht es entsprechend Räumlichkeiten zum Abfüllen für die Winterarbeiten. Vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn es sowas gibt. Es gibt ja manchmal so Werken, AGs oder die Schulbereiche, wo eben auch handwerklich was gemacht wird, dass man also auch ein bisschen arbeiten an den Beuten, Ablegerkästen selber bauen, solche Geschichten. Also da ist es günstig, wenn man von vornherein eben auch mit diesen Räumen liebäugelt und die mit ins Gespräch bringt. Und eben auch die Theoriestunden, da ist es günstig, wenn man also einen Klassenraum oder heutzutage gibt es ja die Möglichkeiten, mit Whiteboards und so weiter zu arbeiten, wo man auch mal ein Video gucken kann, wo man auch mal, es gibt ja solche virtuellen Bienenvölker, wo man also auch gerade im Winter ein paar Sachen auch an so einem virtuellen Bienenvolk mal erklären kann. Also das ist ganz günstig, wenn man das von vornherein mit bespricht und sagt, also das wäre gut, wenn man diese Sachen mit entsprechend nutzen kann.
Ja, wichtig ist natürlich eine gute Begleitung, also Vor- und Nachbereitung der Lehrer oder Erzieher. Denn aus unserer Erfahrung ist es eine ganz wichtige Thematik, dass man jetzt hier nicht als Imker zum Beispiel oder als Verein kommt, die Kinder beschäftigt, bespaßt, wie auch immer, und die Lehrer und Erzieher sich da in der Zeit dann so ein bisschen erholen können oder rausnehmen können und dann werden die Kinder wieder abgeholt, sondern dass das Ganze also wirklich durch die Lehrer, Erzieher, egal jetzt, ob es im Kita-Bereich oder im Schulbereich ist, auch mitgetragen wird, pädagogisch auch mitbegleitet wird. Und eben vor- und nachbereitet wird, dass man also nicht nur diese AG hat oder diese Projektwoche hat oder diesen Besuchstag im Bereich der Kita vielleicht, wo man mal einen Imker besucht und das war's, sondern dass das wirklich also auch eine langfristige Sache ist und dass die Pädagogen sich damit auch auseinandersetzen. Und das sollte man auch als Voraussetzung für solche Projekte nehmen, weil das haben wir auch schon erfahren und erlebt. Wenn man also das als Imkerverein oder als privater Imker anbietet und dann ist das eben diese reine, mal interessant, 2, 3 Stunden drüber gesprochen und das war's, dann führt das eigentlich zu Frust auf allen Seiten, weil die Kinder haben immer mehr Fragen und wollen mehr wissen. Und die Imker wollen auch eigentlich mehr damit bewirken oder auch vermitteln. Und dann ist es wirklich günstig, wenn man diese Vor- und Nachbereitung einfach von vornherein mit ins Gespräch bringt. Dann ist es wichtig, wenn es ein größeres Vorhaben wird, also nicht nur Projektwoche, Projekttag, sondern was Dauerhaftes, dass ein verbindliches Konzept erarbeitet wird und dass dann auch ein Beschluss über die jeweiligen Gremien, also Schulkonferenz in den Schulen, in den Kitas gibt es dann meistens Kita-Ausschüsse oder Ähnliches, dass man also eine Verbindlichkeit hier mit reinbringt, sodass man also auch die Arbeit, das Geld auch, was man in die Hand nimmt und dieses Gesamtkonzept dann auch wirklich verbindlich macht. Und also auch eine längere Zeit zur Verfügung kriegt, das einfach auch durchzuführen. Weil, na klar, im ersten Jahr macht man das alles das erste Mal, da ist es ganz, ganz spannend, interessant. Im zweiten Jahr weiß man dann schon, was kann man anders machen, was funktioniert mit wie vielen Kindern, was funktioniert eher nicht, wo muss man Gruppen teilen und so weiter. Deshalb ist es da wirklich wichtig, ein verbindliches Konzept auch zu erarbeiten und hier einen Beschluss, dass das also auch wirklich ja, längerfristig gesichert ist, herbeizuführen. Ich würde vielleicht, wenn ich die Zeit nicht überziehe, dann am Ende zu diesem Konzept auch nochmal was sagen, eins auch nochmal vorstellen, dass man mal so eine Idee kriegt, wie kann das aussehen. Dann ist natürlich wichtig, gutes Zuchtmaterial zu haben, Königinnen zu haben für die Arbeit an den Völkern und zur Schwarmreduzierung. Denn oft ist es natürlich so, dass man räumlich nah an der Schule ist, an der Kita ist, wie auch immer, mit einem Schaukasten, mit den entsprechenden Völkern und mit den Kindern und Jugendlichen an den Völkern arbeiten möchte. Und da ist es natürlich ganz wichtig, schwarmträge Völker zu haben, die also wirklich auch entsprechend auf Sanftmut gezüchtet sind. Und da achten wir natürlich drauf. Wir gucken, dass wir als Imkerverein mit unseren Vereinszüchtern da auch gut in Kontakt sind, dass wir also da regelmäßig auch Königinnen tauschen und die Völker so ruhig und so sanftmütig wie möglich haben. Dann ist eigentlich das Thema der Bienenstiche oder auch der Angst, die natürlich manche Kinder haben, auch gar nicht mehr so groß. Wenn man so unterwegs ist und ich bin auch manchmal so generell in Brandenburg so unterwegs, auch bei Projekten, wo auch dann mal ein privater Imker mal was hingestellt hat oder wie auch immer und dann das so 3, 4 Jahren mit den Königinnen nicht ganz so funktioniert, dann merkt man schon, dass das dann auch schwierig ist, mit Kindern, mit einer Kindergruppe auch an die Völker zu treten. Und das ist natürlich dann für den Imker, der das leitet, nicht gut und für die Kinder, die dran arbeiten, auch nicht von Vorteil. Ja, dann ist natürlich als Voraussetzung für solche Kita-Schulprojekte natürlich auch die finanzielle Unterstützung ein großes Thema. Wir empfehlen hier natürlich die Neuanschaffung von Equipment. Wir kennen das aus den Gesprächen. Wir wollen in der Schule mal was etablieren. Wir kennen da einen Imker, der hat da so 2, 3, 4 alte Kästen, die könnte er uns mal hinstellen. Das ist natürlich eine Sache, die wir so nicht unterstützen wollen. Auf der einen Seite wollen wir den Kindern und Jugendlichen natürlich gleich mit vernünftigem Arbeitsmaterial ja die Möglichkeit geben, in die Imkerei reinzuschnuppern und sich das entsprechend anzuschauen. Auf der anderen Seite ist es auch immer ein Thema der verschiedenen Bienenkrankheiten, die wir natürlich nicht hin und her schleppen wollen. Und da geht es schon los, wenn dann eben auch der Imker, der das Ganze betreuen soll, mit seinem privaten Arbeitsmaterial kommt und auch, dass die Kleidung entsprechend von einem Stand zum anderen getragen wird, die Beuten alt sind oder ich sag mal so nach dem Motto, ich habe da was Ausrangiertes, das bringe ich mal mit.
Also das empfehlen wir nicht, sodass man also wirklich eine Neuanschaffung immer ins Auge fassen sollte. Wir haben es also wirklich so bei unseren Schulprojekten, dass wir da also immer mit einem Arbeitskoffer, wo also wirklich vom Stockmeißel über eben dann auch die Kleidung und so weiter alles immer für den jeweiligen Bienenstand auch zur Verfügung steht, dass wir das Material dann entsprechend auch angeschafft haben. Weil sonst ist vollkommen klar, der Imker, der diese Projekte übernimmt, der überlegt sich dann, naja, was brauche ich vielleicht noch? Das haben wir dann vielleicht nicht an dem Stand, also bringe ich es dann doch wieder von meinem privaten oder aus dem Imkerverein, vom Lehrstand mit und so weiter. Das sind also Sachen, auf die achten wir natürlich als Verein ganz massiv und deshalb schauen wir dann, dass wir also pro Schulbienenstand oder Schulprojekt dann auch das Equipment entsprechend vor Ort haben, sodass wir da also auf der sicheren Seite sind. So, dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass man schon im Vorfeld eine gute personelle Abdeckung hat. Also als Einimker allein ist das schwierig durchzuhalten, wenn es ein Projekt ist, was über mehrere Jahre laufen soll. Also das ist natürlich günstig, wenn man einen Verein im Hintergrund hat oder mehrere Imker sich da entsprechend verabreden und sagen, wir machen das gemeinsam. Besonders natürlich auch Urlaub oder Ferienzeit, wo man sagt, okay, gerade im Sommer, in den Sommerferien ist es ja immer so ein Thema, ist die Hauptschwarmzeit noch, dann sind viele nicht da. Die Schule hat zu, manchmal ist gar keine Kinderbetreuung in den Ferien vielleicht vorhanden, sodass die Völker aber trotzdem eben auch zu bearbeiten und zu behandeln sind. Also da ist es wirklich günstig, wenn man das Personal von Anfang an gut mit durchdenkt und mit abdeckt. Wichtig ist hier eben die Lehrer und Erzieher mit einzubeziehen, also vielleicht immer die Kombination ein Imker, ein Lehrer. Und wir fragen auch, wenn wir diese Schulimkerei als AG betreuen oder in anderen Bereichen, auch durchaus im Umfeld der Kinder mit ab, ob es vielleicht Großeltern, Eltern, Bekannte, Verwandte, Freunde, vielleicht sogar auch größere Geschwister gibt, die also Interesse an der Imkerei haben und vielleicht auch als Betreuer mit übernehmen würden. Das hilft also unwahrscheinlich vor Ort, wenn man da mit 7 oder manchmal 10 Kindern an den Völkern arbeiten will, wenn man einfach noch jemand zusätzlich, vielleicht sogar 2 Personen noch zusätzlich hat, die nochmal mitgucken, wie ist das so mit der Disziplin oder wenn es dann doch mal ein Kind gibt, was ein bisschen, ja, sich nicht wohlfühlt, Angst hat, wie auch immer, oder extra Fragen hat, dann ist das immer schwierig, wenn man als Imker die Hände voll hat mit den Bienenvölkern, 7, 8 Kinder hat, die diszipliniert sich das angucken und dann einer, der vielleicht nicht so konzentriert ist oder dann doch noch irgendeinen Quatsch findet, den man nebenbei machen kann, da bietet sich's wirklich an. Auch diese Termine mit 2 Personen oder auch 3 Personen sind nicht zu viel, dass man da also wirklich dann auch parallel an 2 Völkern zum Beispiel arbeiten kann und einer guckt so ein bisschen auf die Disziplinen oder wenn mal was Außergewöhnliches vorfällt. Bei den AGs oft so, dann kommen die Eltern schon mal zum Abholen und wollen schon mal fragen, wie lange dauert es noch und so weiter. Dann muss das nicht der Imker machen, der das direkt betreut, sondern dann gibt es immer noch einen, der das mit begleitet. Und unsere Erfahrung ist eben, dass diese Betreuer eben auch ein großes Interesse haben, weil sie das eben dann auch im Rahmen jetzt, wie halte ich Bienen, wie funktioniert die Imkerei, auch einfach mit dem Mitlaufen auch mit erlernen und da eigentlich auch einen guten Eindruck haben. Also da gibt es doch einige, die da gesagt haben, die würden mal gucken kommen und sich das mal anschauen und dann auch lange mit dabei bleiben, weil es ja dann doch auch interessant ist. Ja, das vielleicht so ein paar Punkte. Was wären so die Voraussetzungen für also ein solches Projekt? Und die Frage, was hat denn das jetzt für einen Umfang, die Arbeiten oder wie kann ich so einen Stand auch gestalten, hängt natürlich ganz intensiv von der Art des Projektes ab. Also ist das so ein einmaliger Aktionstag, den ich durchführe, den ich also auch relativ übersichtlich planen kann, wo ich also jetzt nicht ein Riesenkonzept brauche, sondern wo ich wirklich mir überlege, wie soll das vor- und nachbereitet werden und was machen wir an dem eigentlichen Tag und dann ja, ist das Thema eigentlich schon auch erledigt. Oder soll es ein saisonal geführter Schaustand sein, also ein Schaukasten oder ähnliches, der zwar auch betreut werden muss, aber wo ich die ganze Thematik Honig ernten, Honig schleudern, Wachskreislauf und so weiter nicht habe, wo vielleicht auch Lehrer und Erzieher eigenständig an diesen Schaustand ran können oder an Schaukasten mit einer Klasse auch mal ran können. Dann eine ständige Schulimkerei, wo ich also schon das ganze Jahr zu tun habe, auch wirklich Arbeit habe, dann ist das natürlich ein ganz anderer Arbeitsumfang. Oder wenn ich sage, nee, also ich will
vielleicht gar nicht ein Bienenvolk selber halten oder eine Schulimkerei, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Wildbienenprojekte durchzuführen, wo ich also mich um die Tiere selber jetzt nicht permanent kümmern muss, sondern eher vielleicht so ein bisschen das Drumherum, die Rahmenbedingungen mit im Blick haben kann, trotzdem interessante Projekte mit Kindern und Jugendlichen durchführen kann, aber diese permanente Arbeit eben nicht habe. Also das ist erstmal, ja, diese Abhängigkeit gibt es erstmal grundsätzlich. Und ich würde dann am Ende auch beim praktischen Teil diese verschiedenen Projekte einfach auch mal kurz vorstellen. Aber davon hängt natürlich ab, wie viel Arbeit ist das am Ende. Klar ist, wenn ich eine ständige Schulimkerei oder auch so einen Schaustand etabliere an einer Schule, an einer Kita, dann habe ich wöchentlich spätestens 14-tägig Standbesuche. Und oft ist es auch so, dass wenn ich mit Kindern und Jugendlichen dort arbeite, dass ich nach der Arbeit oder nach den Sachen, die wir mit den Kindern dort machen, ich dann allein noch Arbeiten durchführen muss oder die auch beenden muss. Also viele Sachen, denke ich jetzt nur mal an die Schwarmkontrolle, da ist dann so viel zu erklären, zu erzählen und so weiter, dass ich dann die Völker nochmal durchgehe im Nachgang und dann die eigentliche Schwarmkontrolle nochmal mache, weil man einfach sonst einfach die Zeit nicht hat. Dann haben wir begleitende Projekte, Thema Wildbienen, Pflanzungen, klar, das kommt dann meistens immer mit dazu. Dann, wenn ich einen Schaukasten aufstellen will, die Webseite vielleicht aktuell halten will und. Also das sind Arbeiten, die also dann oft auch mit betreut werden, auch vom Imker mit betreut werden. Wichtig ist dann auch immer eine breite Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, manchmal gibt es eine Schülerzeitung, die regionale Presse, die vielleicht kommen will. Solche Sachen, Social Media ist auch immer noch mal so ein Thema, wo man eben auch die eine oder andere Stunde, eine Stunde nicht insgesamt, aber summiert dann zur Verfügung hat. Und wenn ich jetzt mehrere Völker habe im Rahmen der Schulimkerei, gibt es eventuell auch noch eine Gründung einer Schülerfirma oder ähnliches. Bei 3, 4 Völkern können also gut 1.000 Euro zusammenkommen, mit denen man arbeitet. Das ist nicht unbedingt Gewinn, aber das ist Geld, was da eben auch durch die Hand geht. Und da ist es dann manchmal auch sinnvoll zu sagen, wir machen das über eine Schülerfirma oder ähnlich, über einen Förderverein kann man das machen, wo man aber eben trotzdem auch sagt, man muss verkaufen, man muss klar mit dem Geld auch entsprechend umgehen, das abrechnen und. Also daran sollte man denken. Natürlich hat man dann auch Arbeit mit der Pflege des Umfeldes, so eines Standes, mit Neuanschaffungen, Reparaturen und. Das sind also Sachen, die eher so, ja, in den ruhigen Stunden dann mal so gemacht werden. Das ganze Thema Vermarktung des Honigs und der weiteren Bienenprodukte. Auch da kann man mal einen Verkaufsstand zusammenbauen, wenn so ein Tag der offenen Tür ist oder Dorffest oder was auch immer da für Möglichkeiten es gibt, den Honig auch praktisch zu verkaufen. Also auch das wäre so ein Themenpunkt, was man im Auge haben sollte. Und Standgestaltung haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ein geeigneter Platz, Ruhe, Sicherheit mit Erweiterungsmöglichkeiten, Räume zum Lagern für die Theoriestunden oder eben auch für Hygienearbeiten, also Honigabfüllung und so weiter. Ist auch immer ganz gut, wenn man Räume hat mit Waschbecken und so weiter. Also auch das sollte man beachten. So, der nächste Punkt wäre pädagogische Inhalte mit dem Thema Bienen verknüpfen. Ist es also möglich, auf jeden Fall in der Grundschule mit allen Fächern, in der Sek 1 oder 2 mit ganz vielen Bereichen, das Thema irgendwie mit zu verbinden. Wichtig ist da natürlich vorher, sich ein Konzept zu machen, also rechtzeitig auf die Schule zugehen und solche Konzepte erarbeiten und eben auch bei der Vorstellung der Themen alle Lehrer mit einzubeziehen, also nicht nur klassisch Sachkunde und Bio, sondern wirklich auch fächerübergreifend Angebote machen. Also im Englisch geht das sehr gut, in Deutsch geht es sehr gut, natürlich Mathe und so weiter funktioniert es auch. Am Ende das natürlich mit Arbeitsmaterialien und Anregungen auch für praktische Einheiten mit begleiten, also den Lehrern da auch durchaus ein paar Vorschläge machen. Denn zum Beispiel Mathe-Schätzmethode, das kann man auch alles am Schaukasten machen. Solche Geschichten da miteinander verknüpfen, dass also gerade die Fächer, die sonst sehr theoretisch und im Klassenraum stattfinden, kann man da auch ganz gut nach außen und an den Schaustand eben mittragen. Und wenn die Lehrer da von Anfang an auch mit begeistert werden, solche Themen mit einfließen zu lassen, dann funktioniert das eigentlich immer ganz gut.
Ja, dann Planung in Klassestufen, die dann jedes Jahr wiederkehrende Inhalte haben, sind ganz günstig, sodass dann Kinder also über die verschiedenen Jahre, 1. bis 6. Klasse oder ähnlich, dann auch wirklich alle Inhalte erfassen können. Also dass man Konzepte erarbeitet, wie man also in jedem Unterrichtsfach, in jeder Klasse dann das Thema mindestens einmal mit eingestreut hat. Das funktioniert ganz gut. Wenn ich nach hinten raus noch ein bisschen Zeit habe, würde ich dann da mal zeigen, wie das in der einen oder anderen Schule so erarbeitet wird, sodass also wirklich das jahresübergreifend dann auch immer wieder den Kindern angeboten wird für jedes Fach. So, und dann am Ende natürlich eine Auswertung und Fortschreibung des Konzeptes in regelmäßigen Abständen mit allen Partnern. Also wie hat es den Kindern gefallen? Wie sind Lehrer da auch mit Unterrichtsinhalten mit zurande gekommen, auch in den Rahmenlehrplänen? Wie hat sich das entsprechend wiedergespiegelt? Und regelmäßig fortschreiben ist immer die Frage, wie regelmäßig ist. Das kann natürlich einmal im Jahr sein oder alle 2 Jahre. Hängt immer so ein bisschen davon ab, wie man sich da auch mit den Lehrern verständigt. So, kommen wir noch zum Thema Finanzierungsmöglichkeiten. Also meist ist es nötig und auch möglich, Finanzquellen oder Finanzierungsquellen miteinander zu verknüpfen. Mögliche Finanzmittel aus unserer Sicht wären Gelder vom Schulträger, der Kommune, vom Bildungsministerium. Da gibt es also verschiedene Förderprogramme und verschiedene Möglichkeiten, auch an Gelder zu kommen. Der Förderverein der Schule oder Kita hat vielleicht auch ein großes Interesse, das mit zu begleiten und mit zu unterstützen. Private Spendensammlungen sind natürlich möglich. Man kann überlegen, ob man Teilnehmerbeiträge bei AGs oder Projektwochen erheben möchte. Es gibt öffentliche Förderungen und Stiftungen, die also gerade die Bildungs- und Jugend- und Umweltbildungsarbeit mit unterstützen. Dann gibt es die Möglichkeit, natürlich dann mit den Jahren dann auch aus dem Honigverkauf Einnahmen zu generieren. Und für Firmen ist es besonders interessant, Bienenpatenschaften, gerade auch im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit und eben der Umweltthematik miteinander verknüpft eben anzubieten, sodass da also auch private Spenden über sowas auch möglich sind. Meist ist es notwendig, erstmal so ein Startkapital für die Beschaffung zu generieren und dann vielleicht noch weitere Mittel, die sich dann also mit dann Spenden oder eben Einnahmen aus Honigverkauf und so weiter vielleicht noch erschließen lassen für weitere Projekte, wenn man eine Schleuder braucht für die Honigabfüllung, eigener Wachskreislauf, Kerzen gießen, einen Bienengarten anlegen und. Also da gibt es dann immer noch Möglichkeiten, dann auch Mittel und Gelder, die man dann vielleicht zur Verfügung hat, dann auch auszugeben. Ja, wichtig vielleicht auch von Anfang an dran zu denken, Mittel für Personal, Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten. Also hier geht es ja nicht um Geld verdienen, aber dass man wenigstens dann, wenn jemand regelmäßig dann Fahrten hat, dann da Fahrtkosten oder Aufwandsentschädigung zu zahlen, da sollte man wirklich von Anfang an dran denken, weil man verbringt da wirklich viel Zeit bei so einem Projekt. Ja, wenn es Drittmittel gibt, ist es auch immer ganz günstig, vertraglich zu klären. Wie ist das bei der Nutzung von Drittmitteln mit dem Besitzstand? Also wem gehört dann was? Und eben auch für die Dauer der Nutzung oder auch der Nachnutzung. Wenn so ein Projekt dann zu Ende ist und man hat Fördermittel eingesetzt, wie verhält sich das dann? Das kann man natürlich durchaus auch miteinander kombinieren. So, dann geht's weiter zu den Vorstellungen von praktischen Beispielen. Und weil wir jetzt mit der Zeit schon fortgeschritten sind, würde ich die jetzt kurz fassen, können wir dann aber auch nachher nochmal näher darauf eingehen. Zum Beispiel hier ein Kita-Projekt im Bereich der Vorschule, also Projekttage mit Imkerbesuch, wo wir also die Erziehervorbereitung gemacht haben. Dann kommt der Imker zur Kita und bringt mal sein Arbeitsequipment mit, zeigt mal eine Leerwabe oder eine Mittelwand und so weiter. Also das kann man alles vor Ort machen. Und dann gibt es einen zweiten Tag, wo man dann sozusagen mit dem Imker vor Ort in der Imkerei ist und entsprechend dann sich die Arbeit mit den Bienen anschaut. Das wären also so Projekttage, dann gibt es manchmal noch eine Nachbereitung in der Kita mit den Erziehern, die man also relativ übersichtlich gestalten kann, wo man also als Imker 1 oder 2 Tage Arbeitsaufwand hat. Das kann man eigentlich ganz gut einplanen und vielleicht auch das ein oder andere Mal in der Kita anbieten. Ja, das wäre dann hier der Imkerbesuch vor Ort, wo dann also die gleichen Kinder dann sozusagen am Imkerstand sind und auch wieder mit Schutzkleidung ausgestattet sind. Das ist dann immer das erste Spannende, dass man aussieht wie so Marsmännchen und dann an den Bienenvölkern mal schauen kann, wie sieht das so aus
Genau, ist eigentlich immer eine praktische Sache und die Kinder fragen, also man muss da auch nicht sehr viel vorbereiten, weil gerade die Kinder im Vorschulalter fragen unwahrscheinlich viel selbst und da kommt automatisch die Zeit zustande. So, dann ist die nächste Möglichkeit, da kommen wir dann im Bereich Schule oder Kita, wenn man einen Schaukasten installiert, dann hat man also Saisonalarbeit damit, die aber natürlich noch relativ übersichtlich ist. Man kann öfter an diesen Schaustand trotzdem gehen, verschiedene Punkte in zeitlicher Abfolge dann eben hier auch erklären und zeigen. Durchaus auch Lehrer und Erzieher die Möglichkeit einräumen, dann hier den Schaukasten auch eigenständig zu nutzen, zu öffnen. Der ist bei uns im Normalfall verschlossen mit Schlüsseln, dass da also nicht permanent geöffnet wird. Aber wenn dann doch ein Lehrer mal sagt, zum Beispiel Mathe-Schätzmethode, wir gehen mal hier an den Schaustand und machen das, schätzen mal, wie viele Bienen sitzen dann auf den Waben und so weiter, dann wird das auch von Lehrern gern genutzt. Und der Imker hat hier für eine zeitlich begrenzte Zeit die Möglichkeit, hier was aufzustellen. Mit Bodeneinschlaghülsen kann man das auch an verschiedenen Schulen in verschiedenen Jahren mal machen. Also das ist eine relativ flexible Sache, zeitlich überschaubar, auch vom Arbeitsumfang überschaubar und hat einem doch recht viele Möglichkeiten. So, dann wäre das nächste Stadium dann schon im Bereich der Schule. Das würde ich dann also in der Kita schon nicht mehr empfehlen, die eigene Schulimkerei, wo man also doch mit mehr AGs ein bisschen was machen kann, wo man also auch inhaltlich schon ein bisschen tiefer geht. Hier haben wir jetzt also in einer Umweltschule in Cottbus die Eröffnung dieser Schulimkerei, dann mal so eine AG, die man so sieht, mit doch ein paar Schülern, die dann also sich ihren Stand selbst aufbauen. Hier haben wir es so gemacht, dass man also einen Schaukasten in einem Klassenraum, im Bioraum in dem Fall, installiert und über eine Kunststoffröhre das Flugloch nach außen legt, sodass man also auch regelmäßiger hier beobachten kann, wie die Bienen aktiv sind und dann im Raum auch entsprechend die Bienen beobachten kann. Und bis hin eben auch zu Mikroskopierarbeiten und so weiter im Sachkundeunterricht, Biounterricht. Also das kann man hier wirklich ganz gut mit einbeziehen. Hier geht es dann aber wirklich los, dass man das ganze Jahr Arbeit hat. Also dann auch die Oxalsäurebehandlung im Winter und Ameisensäurebehandlung im Herbst füttern und so weiter. Also da muss einem klar sein, dass man dann also schon auch das ganze Jahr über sehr regelmäßig hier mit oder auch ohne Kinderbesuch trotzdem eben doch die Arbeit hat. Gehen wir da jetzt wieder einen Schritt noch weiter, wäre dann also auch im Schulbereich ein schulübergreifender Lehrbienenstand. Also hier die Möglichkeit, wie das jetzt zum Beispiel hier in Cottbus durchgeführt wird, mehrere Schulklassen aus den verschiedensten Schulen zu so einem Lehrbienenstand kommen zu lassen. Das heißt, ich muss nicht an jeder Schule eine Schulimkerei aufmachen, sondern ich kann die Schüler einladen und sagen, hier gibt es verschiedene Projekte, man kommt mehrmals im Jahr oder nur einmal im Jahr, wie auch immer, und kann hier also verschiedene schulübergreifende Arbeit anbieten und sich mit verschiedenen Imkern auch so ein bisschen die Arbeit natürlich teilen. Also das ist hier ein Vorteil. Und jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück. Wer sagt, also das ist mir alles zu viel oder das will ich so auch gar nicht, gibt es also natürlich auch die Möglichkeit, im Bereich Kita und Schule einen Stand aufzubauen mit Wildbienennisthilfen, einem Bienengarten, wo wir also nicht unbedingt die Honigbiene im Fokus haben, sondern die Wildbiene. Dann ist auch die ganze Stichproblematik nicht mehr vorhanden und eben auch der Arbeitsumfang nicht. Aber ich kann trotzdem Naturbeobachtungen sehr gut vermitteln und habe trotzdem also auch genau diesen Zyklus von der Entstehung bis zur Überwinterung und so weiter, kann da also wirklich gut mitarbeiten. Dann habe ich die Zeit ein bisschen gerissen, aber ich hoffe, in der Kürze war trotzdem so ein Eindruck, so ein Einblick möglich und vielleicht hat es auch Lust gemacht auf das ein oder andere Projekt, was man vielleicht selber umsetzen will in Schule, in Kita. Ich kann da also nur zu raten, einfach ausprobieren, einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und das zu starten. Man wird eben erleben, man trifft da auf sehr offene Ohren und Augen. Und das ist also eine sehr bereichernde Arbeit, nicht nur für die Kinder und Jugendliche, sondern auch für diejenigen, die das durchführen. Und da danke ich jetzt erstmal bis dahin für die Aufmerksamkeit und Geduld und stehe jetzt gern für Fragen noch zur Verfügung. Gut, also erstmal ganz, ganz vielen Dank für den Vortrag. Du hattest mir noch was gesagt, das würde ich gleich am Anfang noch machen. Ich weiß nicht, ob da was vorbereitet hat. Das war nämlich der gemeinschaftlich genutzte Stand, wie ihr den aufgebaut habt, wie ihr den realisiert habt und wie ihr den nutzt und wo das ist bei euch und wie ihr das in der Stadt hinbekommen habt.
Ja, das zeige ich noch mal ganz kurz. Wir haben also auf unserer Internetseite, sieht man das noch ein bisschen intensiver. Wir haben also in unserem pädagogischen Zentrum für Natur und Umwelt, nennt sich das in Cottbus, also der städtische Schulgarten, haben wir als Imkerverein einen Stand errichtet. Also sieht man hier, ich sage jetzt mal in einem Holzgebäude, wo wir also 8 bis 10 Bienenvölker halten. Das sieht man also rechts neben dem Holzgebäude sind die Bienenstände. Und wir haben also hier die Möglichkeit, Schulklassen einzuladen. Dadurch, dass der städtische Schulgarten betreut wird von Mitarbeitern, die also, sag jetzt mal, verschiedene Feldfrüchte anbauen, verschiedene Blumenarten. Wir haben Wildblumenwiesen. Das heißt, da müssen wir uns nicht kümmern, sondern wir können das nutzen, können also mit den Klassen auch mal gucken, wo fliegen die Bienen, wie sie eben auch Wildbiene, Unterschied Honigbiene, Wildbiene und so weiter. Und haben also hier die Möglichkeit, in diesem Lehrbienenstand, in dem Holzgebäude haben wir verschiedene Schautafeln, eine Schleuder stehen, ein virtuelles Bienenvolk haben wir dort, wo also auf Fotowaben es möglich ist, sich verschiedene Sachen anzuschauen. Da ist ein Beamer drin, dass man also auch mal einen Film zeigen kann. So eine Geschichten. Und wir haben in diesem Stand von der Klotzbeute über Bienenkörbe, also Korbimkerei, bis hin dann eben zur modernen Magazinimkerei, auch so ein bisschen verschiedene Möglichkeiten des Imkerns, wie ist das entstanden, wo kommt man daher, auch zu zeigen. Und das ist also hier der Vorteil, wenn das der Verein macht und betreut, kann man das mit den Vereinsimkern natürlich abklären, wer kümmert sich zum Beispiel, wir machen das so in Cottbus, wer kümmert sich um die Völkerführung und wer kümmert sich um die pädagogische Arbeit. Und das ist ein Vorteil, weil bei der pädagogischen Arbeit komme ich dann einfach nur in Anführungsstrichen und treue die Klasse, erzähle mit denen alles Mögliche und kann dann auch wieder fahren, weil die Zeit reist man da auch regelmäßig und muss dann nicht sofort noch eine Schwarmkontrolle machen oder ähnliches, sondern das überlässt man dann zum Beispiel im zweiten oder dritten, vierten Imker aus dem Verein. Das ist also eine praktische Sache. Gut, ganz vielen Dank. Dazu habe ich nachher noch ein paar Fragen. Aber jetzt sollten wir erstmal zu den Fragen der Teilnehmer kommen. Ja, ich habe hier gleich 2 Fragen. Da fange ich mal mit der ersten an. Am Anfang hieß es ja so von wegen, ja, da wären immer so die Ängste, was Bienenstiche angeht. Ich frage mich, wie kann man denn so diese grundsätzlichen Ängste überhaupt nehmen? Das ist ja, glaube ich, nicht damit getan, indem man sagt, ja, ihr braucht keine Angst zu haben. Bei den Menschen ist es ja nun mal so, Biene heißt sofort, oh, die Biene, die sticht. Wie gehe ich das denn an? Also wir haben es versucht mit allen Möglichkeiten, die man eigentlich so hat und die uns gegeben ist. Aber in den Köpfen ist das ja so manifiziert, die Biene kommt und die Biene sticht. Wer hat denn da jetzt mal einen guten Vorschlag für? Ja, also würde ich gleich darauf antworten, weil das ist, ich habe es ja am Anfang gesagt, auch ein Thema wirklich bei jedem Projekt, was wir beginnen, weil zuerst kommt immer so, oh toll, Bienen ist super, das haben wir gerade überall in den Medien und das ist ja toll, mit Bienen was zu machen. Und wenn man dann 3 Tage mal Zeit lässt zwischen dem Erstgespräch und dann den nächsten Überlegungen, kommt dann immer, aber was ist denn wenn? Und wir haben zum Beispiel auch gerade im Bereich der Schulimkerei, wo wir also ganz intensiv ja auf die Sachkunde und Biolehrer auch angewiesen sind und sagen, Mensch, die sollen das auch wirklich mit begleiten. Auch durchaus Lehrer, die haben zum Beispiel eine anerkannte oder eine bestätigte Allergie, die haben natürlich Respekt und sagen, also ich gehe da nicht an die Völker und ich mache das nicht und ich bin zwar hier der Biolehrer und ich finde das auch alles toll, aber da traue ich mich einfach nicht. Also das gibt's natürlich. Und wichtig ist einfach Aufklärung, also genau das, nicht jede Biene kommt und sticht, sondern es ist schon was notwendig. Wichtig ist, dass die Bienenvölker entsprechend stehen, dass man also, klar, Grundschulkinder, die kommen auf dumme Ideen, das, was ich vorhin sagte mit dem, dass man auch wirklich sich kümmert, dass es nicht zu Stichen kommt, wenn Kinder da in den Löchern rumfummeln und popeln oder Bienen generell da irgendwie versuchen zu massakrieren. Schutzkleidung bei der Arbeit ist vollkommen klar. Das machen wir auch. Also ich arbeite generell nicht ungeschützt an Bienenvölkern mit Kindern, weil ich auch gar nicht weiß und die Eltern meistens ja auch nicht, wie ist das mit einer Stichallergie. Und wir wissen ja, dass die meisten Allergien sich erst nach dem ersten Stich, also der ist noch vollkommen harmlos und der zweite, dritte, der ist der manchmal kompliziertere. Und deswegen gibt es durchaus Eltern, die sagen, ja, mein Kind wurde schon mal von einer Biene gestochen. Das heißt unbedingt noch nichts, sodass ich also dieses Risiko auch so minimieren will, dass ich also generell an die Bienenvölker mit Schutzanzug gehe. Und eben ganz, ganz viel Aufklärung. Also, dass man wirklich die Kinder da mitnimmt, die Eltern und auch die Lehrer mitnimmt und einfach sagt, wie verhalte ich mich gegenüber der Tiere? Und es ist ja kein Unterschied, ob ich die Bienenvölker hier hinstelle oder 2 Häuser weiter wohnt ein Imker, der Bienenvölker stehen hat.
Wenn ich direkt rangehe, verhalte ich mich entsprechend. Das muss man auch bei fast jedem Besuch sagen. Wir trampeln hier nicht auf der Erde rum und wir sind nicht laut und na, wir bewegen uns nicht hektisch. Wir stehen immer hinter den Völkern und, und. Aber eben auch, was ist, wenn ganz normal auf der Wiese, auf dem Pausenhof Bienen oder Wespen oder auch andere Insekten unterwegs sind, wie verhalte ich mich da? Ich gehe aber davon aus, dass alle Schulen, die so eine Schulimkerei oder so eine Kooperation oder Projekte haben, dass da die Kinder ganz anders sensibilisiert sind und wissen, wie man sich da verhält. Und es bei Schulen, wo das nicht so ein Thema ist, es fast noch schwieriger ist. Und wir haben also bis jetzt noch keine schwerwiegenden Sachen gehabt. Na klar, gibt's mal einen Stich und klar ist dann ein Kind auch mal eine Viertelstunde unter Beobachtung, wo man sagt, setz dich mal hin, wird man gekühlt und so weiter. Wir haben das Equipment mit. Das kann man auch von vorne sagen. Also sowohl das entsprechende Antiallergikum als auch Möglichkeiten zum Kühlen und so weiter. Da kümmern wir uns, dass wir also in der Schulküche dann immer Coolpacks drin haben und. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut und man muss es von Anfang an offensiv ansprechen und die Leute mitnehmen. Und da, wo es gar nicht geht, wird man auch künftig keine Freude mit haben. Man kriegt es aber argumentativ eigentlich ganz gut eigentlich überbrückt. Und wir haben zum Beispiel auch bei dem Lehrbienenstand, das will ich auch nochmal sagen, mit Absicht die Möglichkeit, dass wir also auch einen Schaukasten innen drin in diesem Holzhaus haben, weil es gibt natürlich bei Kindern, wo die Klassen aus allen möglichen Schulen kommen, ganz viele, die da auch Angst haben und sagen, ich komme hier mit, weil die ganze Klasse besucht halt hier den Lehrstand. Aber die konzentrieren sich dann nicht auf das, was man sagt. Und deswegen gucken wir dann wirklich, dass wir so diesen Erstkontakt mit den Bienen immer hinter Glas machen. Dann merkt man dann, dass die Kinder auch ganz, ganz anders dann eben auch konzentriert sind, wenn nicht die Bienen links und rechts fliegen. Gut, möchtest du gleich noch die zweite Frage stellen, Kathi? Genau, da mache ich die zweite auch noch direkt. Und zwar das Thema, ja, wenn man dann so eine Schulimkerei hat, da hieß es dann eben, ja, man müsste ja dann schauen, ja, so für so ein Waschbecken und so. Aber ich denke, die Hygieneauflagen, die sind ja deutlich höher. Also wenn ich unser deutsches Hygienegesetz sehe, was da ja alles geschaffen werden muss, ist es ja wirklich mal so einfach zu sagen, ja gut, dann schleudern wir jetzt mal hier, wir haben hier einen Raum, und wir schleudern jetzt, wir haben ein Waschbecken und jetzt schleudern wir hier unseren Honig. Da hängt doch viel mehr dran. Ja. Also da hängt mehr dran, weil jeder, der Honig verkauft, ist Lebensmittelerzeuger. Das ist so und da gibt es auch entsprechende Kontrollen und wir haben das bei uns hier zum Beispiel entsprechend auch abgeklärt. Deswegen hatte ich das kurz angeführt hier mit einem extra Raum und einem Raum, der dafür auch notwendig ist. Das heißt, was wir brauchen, ist, dass wir entsprechende Möglichkeiten der Reinigung haben, einen Raum haben, der muss nicht steril sein, aber der entsprechend sauber ist. Und ich muss mich natürlich als Abfüller oder Erzeuger entsprechend kleiden. Und genau das machen wir auch. Also wir haben einen extra Raum, der also auch, sag mal, so eine Art Lehrküche zum Beispiel ist. Das haben nicht alle Schulen. Da muss man dann überlegen, ob man so eine Honigabfüllung oder eine Schleuderung dann anbieten kann. Wir haben also die Hygienemöglichkeiten, uns zu waschen, was also auch Anforderung ist, so wie es also beim Imker privat auch wäre. Und wir arbeiten generell mit Handschuhen und mit Haar, nicht Netz, sondern diesen, ich sag mal, Duschhauben, dass also keine Haare dort einfliegen. Und dann ist natürlich ganz wichtig zu überlegen, ab welcher Klasse kann ich sowas denn machen? Wie habe ich die Kinder im Griff? Und ich trenne das richtig räumlich. Also ich habe immer zwei Kinder maximal, die also an der Schleuder stehen, im Deckeln oder auch bei der Abfüllung einzeln dann hier entsprechend abfüllen. Der Rest muss woanders stehen. Und dann muss man das natürlich rein von der Sache dann so handeln, dass immer nur die Kinder abwechseln und man das hygienisch entsprechend auch so einhalten kann. Rein von den Auflagen ist das ohne Probleme machbar. Wenn man selbst privat schon mal als Imker eine Kontrolle hatte, da ist immer die Frage, wo füllen Sie denn Honig ab oder wo schleudern Sie denn? Und man sagt in der privaten Küche, ich habe keinen externen Schleuderraum, da wird geguckt, Abwasch, also Handwaschgelegenheit ist da. Man kann sich entsprechend Haarabdeckung und Handschuhe oder wie auch immer entsprechend da auch verhalten und das reicht dann auch dementsprechend auch aus. Also das funktioniert schon, aber es gibt ja Schulen, die sagen, nee, das haben wir nicht. Wir haben die normalen Klassenräume, da waren bis gerade noch die Kinder drin. Da würde ich es zum Beispiel dann nicht machen. Also deswegen muss man von Anfang an überlegen und mit der Schule im Gespräch sein. Haben wir hier die Möglichkeit, dann kann man das Angebot machen. Wenn es räumlich nicht ist, kommt man entweder dann zum Beispiel mal in den schulübergreifenden Lehrstand, wenn man sowas dann hat räumlich, oder man sagt eben, dann geht es halt nicht. Also ich dachte, das sei viel aufwendiger, weil ich sehe jetzt so die Honigschleuder, auch das Saubermachen danach. Und deswegen dachte ich, das hätte dann auch nach unserem Hygieneschutzgesetz irgendwas sein müssen. Komplett gefliester Raum und so ein ganzer Kram. Und ich sage jetzt unsere Schule, ja, so einen Raum hätten wir gar nicht gehabt.
Ja. Weil, ne, man muss ja auch immer an das Saubermachen danach Das ist denken. richtig. Also da sage ich auch ganz ehrlich, also das ist bei fast allen Arbeiten so, mit den Kindern zusammen machen wir alles dreckig und dann Ach nehme ich alles so. mit nach Hause und dann mache ich alles sauber. Ach so, also Also immer noch das Haar in der Suppe. ja, also es ist selten so, dass man die Zeit hat. Ich meine, die sollen das lernen, dass man natürlich eine eingesaute Schleuder auch nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde auch entsprechend sauber machen muss. Aber oft ist es einfach so, klar, so ein Projekttag wird dann gemacht zur Schleuderung und der dauert eben und dann ist man froh, wenn man fertig ist und dann. Ich habe das mit einem Anhänger oder mit einem Van, ich kann das transportieren, dann wird die eingeladen und dann mache ich das in Ruhe zu Hause. Also so eine Sachen muss man natürlich räumlich gucken. Hat man da die Möglichkeiten oder nicht? Und wie gesagt, in der einen Schule, wo wir das nicht machen, haben wir auch keinen Raum. Da sagen wir dann einfach, gut, dann können wir das so nicht anbieten. In den anderen Schulen, wo wir es machen, gibt es eben so eine Art Lehrküche, die sind halt bis 2 Meter hoch gefliest. Also da kann man das einrichten. Also man muss gucken, wie sind die Rahmenbedingungen und im Zweifelsfall einfach dann, das kann die Schule machen, mit dem Gesundheitsamt sprechen. Die sagen dann, okay, da muss dies oder das noch sein und dann kann man entscheiden und sagen, okay, dann bieten wir das an oder auch nicht. Okay, vielen Dank. Ja. Also, ich sehe Schutzanzüge. Empfehlen Sie das? Ja, also grundsätzlich ja. Wie gesagt, ich gehe nicht ungeschützt. Ich gucke mal, ob ich hier nochmal hier mit dem Bild mal hier rückwärts nebenbei gehen kann. Wir haben also die Überlegung auch gehabt, ob wir, hier sieht man sie also vor den Bienenvölkern mit den Anzügen, ob wir also von der Praktikabilität her lieber einzelne Hauben, Jacke, Hose oder ob wir das als Komplettanzug sozusagen nehmen. Und wir haben gesagt, nee, nachdem wir da auch so schlechtere Erfahrungen gemacht haben, das rutscht ja dann doch alles beim Arbeiten und hinknien und wieder aufstehen, alles nach oben. Dass wir also generell so eine Marsmännchenanzüge hier machen, wo man also komplett einsteigt, wo die Haube auch komplett mit Reißverschluss zu verschließen ist. Und wir arbeiten also generell mit diesen Anzügen, sowohl für die Erwachsenen als auch für die Kinder, Jugendlichen. Also auch Begleitpersonen und so. Der Einzige, das sieht man hier auf dem Bild, der das nicht macht, bin ich. Aber gut, ich nehme da einen Anzug, den ich selber habe, weil ich da auch eine andere Haube nochmal habe. Also das hat sich wirklich bewährt, diese Komplettanzüge zu nehmen. Es dauert natürlich ein bisschen länger, gerade im Grundschulbereich, ehe die sich alle angezogen haben. Dann machen wir mal so, dass die sich in der Schlange aufstellen und gegenseitig kontrollieren, ob alles zu ist, ob alle Reißverschlüsse zu sind und so weiter. Aber dann hat man auch Ruhe. Und dann haben auch die Kinderruhe. Die sehen also wirklich, ich habe hier alles zugemacht und das Reißverschluss oben mit Klett nochmal zu, ist also doppelt alles gesichert, dann ist eigentlich Ruhe. Das Einzige, wo es immer noch Probleme gibt, ist, wenn die dann im Sommer mit ihren Halbsöckchen da kommen oder manchmal auch barfuß und Sommerlatschen, da sagen wir dann schon, wenn AG ist oder wenn wir an die Völker gehen, festes Schuhwerk, Socken. Das ist dann das Einzige, wo dann irgendwo noch was offen sein könnte. Aber sonst ist das also mit diesen Komplettanzügen die beste Lösung eigentlich. Und auch dann zum Zusammenpacken. Es ist ja dann jede Größe beieinander. Also auch das hätte ich jetzt keine Lust, da jedes Mal die Jacke mit der Hose dann wieder zusammen. Also man sieht ja dann, wenn 10, 15 Kinder das da wieder zusammenlegen und so, das müssen sie alles alleine machen, in den Schrank dann packen und so weiter. Dann ist das besser, wenn das alles zusammen ist. Meine zweite Frage war nach Materialien. Ich habe mal kurz ein Konzept Bienen machen Schule hier am Bildschirm aufblitzen sehen. Haben Sie irgendetwas für 5., 6. Klasse? Ja, also ich zeige mal ganz kurz, da blende ich mal hier ein PDF ein. Es gibt also zwei Sachen, die ich vielleicht mal zeigen möchte. Also hier einmal ist dieses Konzept Bienen machen Schule, in dem Fall jetzt hier Umweltschule und Grundschule in Dissenchen, wo wir das gemacht haben. Das ist also dieses, ich fahre hier einfach mal rum, ich hoffe, Sie sehen das, diese Konzeption, was wollen wir überhaupt aufbauen? Also wie wollen wir das organisieren? Wer ist für was zuständig? Also auch zum Beispiel die Konzeptidee, was soll hier, mach es mal ein bisschen größer, was soll hier passieren, was soll eben auch eingebunden werden in die pädagogische Arbeit, also wie ist die Elternschaft mit eingebunden und so weiter, in welche Fächer können wir das Ganze mit reinnehmen. Also wir haben dann hier Kunst zum Beispiel, nicht, dass wir dann die Etiketten gestalten, dass wir die Bienenbeuten eben auch farblich gestalten oder optisch gestalten. Thema Digitalisierung, dass wir die Stockkarten digital führen und die Apps für die Imkerei, Videotagebuch, Webcam und. Also alles, was auch schulisch im Rahmenlehrplan gefordert wird, ist in dem Konzept ganz grob erstmal hier zusammengefasst. Ne? Und wie soll das umgesetzt werden? Wer ist konkret zuständig für Anschaffung, für die Betreuung, für die AG? Welcher Standort ist das? Ist der geeignet? Ist der nicht geeignet? Preismäßig, Grundausstattung, wie ist das finanziell geplant? Also das ist in diesem Konzept erstmal drin. Und dann gibt es zusätzlich
noch diese einzelnen praktischen Umsetzungsempfehlungen für die Lehrer. Da haben wir jetzt zum Beispiel hier mal so ein Blatt. In dem Fall jetzt hier Klasse 5 bis 7, Wachstafeln im alten Rom. Also hat jetzt gar nicht mit den Bienen direkt zu tun, sondern eher mit Bienenprodukten, wo also dann konkret aufgeführt ist, es gibt es für jede Klasse von 1 bis 10, wo konkret aufgeführt ist, Bezug zum Lehrplan, römische Schreibtafeln in der Antike und so weiter, welche Fächer, Biologie und gestaltendes Werken, welche Kompetenzen erwerben die Schüler, also Einblicke in die antike Kultur und so weiter. Steht ja hier noch mehr, will ich jetzt nicht verlesen. Materialliste, was braucht man vielleicht, wenn man da praktisch also mitarbeiten will, also Holzleistchen und dann werden so eine Tafeln gestaltet und, indem man dann was einritzen kann. Und dann nochmal eine entsprechende Fachinformation, auch für den Lehrer oder für den Durchführenden, wie also die Bienen den Wachs herstellen, wie das Ganze in der Antike genutzt wurde. Warum dann zum Beispiel auch Bienenvölker immer in Klostern standen. Das hat ja nicht nur mit Honig und Kerzen zu tun, sondern eben auch diese entsprechende Nutzung für solche Schreibtafeln. Und dann eben auch zum Unterricht, wie verläuft das? In dem Fall jetzt hier in der ersten Stunde eine Einführung mit Brainstorming und so weiter. Dann Lehrvortrag 20 Minuten mit Folien, Wachsproduktion der Biene. Gruppenarbeit 45 Minuten, Herstellen der Tafeln und Differenzierung mit Selbstkontrolle, mit entsprechender Zeitangabe und nochmal eine Auswertung am Ende. Das gibt es im Grunde genommen für jedes Thema und für jede Schulklasse. Und am Ende dann diese ganzen Folien und Arbeitsblätter. Ne? Also hier, was ist notwendig bei der Biene, um entsprechend den Wachs herzustellen? Welche Drüsen gibt es? Wie ist das Wachsgießen, Anleitung? Wie kann ich so eine Tafel gießen? Und. Und das gibt es dann also auch weiterführend, sagen wir mal, zu Gast Wildbienenhotel, Klasse 8 bis 10. Zum Beispiel, wie kann ich das vor- und nachbereiten, wenn ich so einen Besuch mache oder selber ein Wildbienenhotel habe? Wie kann ich das entsprechend im Unterricht einbinden? Und so haben wir also für alle Klassen und eben für alle Themenbereiche die Informationen so aufbereitet, dass der Lehrer natürlich es so einfach wie möglich hat. Die sollen natürlich auch selber noch klar ihre Sachen vorbereiten und nachdenken. Aber es ist natürlich einfacher, wenn man sagt, wir haben hier was fertig. Das könnt ihr nutzen. Da könnt ihr sagen, jawohl, das passt gerade in unseren Rahmenlehrplan. Wir haben gerade die 2 Stunden Zeit. Das machen wir einfach. Und wir laden uns einen Imker mit dazu oder wir gehen an unsere Völker oder den Schaukasten und gucken uns das draußen vor Ort an oder gehen mal auf Suche nach Wildbienen jetzt im Frühjahr. Kann man auch selber machen, sodass es dem Lehrer einfach gemacht wird, das Thema in den Unterricht auch mit einzubeziehen. Weil das wissen wir auch alle, die meisten Lehrer haben ihr vorgefertigtes Lehrmaterial und das wird jedes Jahr wieder auch genutzt. Und natürlich, ich will hier was unterstellen, aber die jahrelange Arbeit jetzt auch mit Schulen zeigt, dass man natürlich, wenn man mit sowas Fertigem kommt, man natürlich offene Türen dann einrennt. Da frage ich vielleicht direkt nach, diese Materialien, habt ihr die selber erstellt? Kann man die wiederverwenden, weiterverwenden? Wie ist das? Weil das ist natürlich für alle sehr hilfreich, die sowas machen wollen. Ja, also es gibt, ich sage jetzt mal, Materialien, die online verfügbar sind. Also die können wir ja dann auch zur Verfügung stellen, die auch erstellt wurden. Es gibt für dieses Projekt Bienen machen Schule, also Schulimkereien deutschlandweit, die sich auch vernetzt haben, gibt es also diese gemeinsam erstellten Lernmaterialien. Und wir haben auch als für Cottbus und auch für spezielle Anliegen auch selbst Lernmaterialien erarbeitet. Aber wir haben so eine Sammlung, sage ich jetzt einfach mal, also auch das Lehrinstitut Weinbau zum Beispiel in BW hat auch sehr viele Lernmaterialien, wo wir gesagt haben, das müssen wir nicht neu machen, das können wir nutzen, das ist öffentlich zugänglich und darf auch verwendet werden. Da nutzen wir natürlich auch solche Sachen. Aber es gibt auch durchaus, gerade im Kita-Bereich gibt es noch nicht so viele Sachen, also im Vorschulbereich ist das noch nicht so. Da haben wir auch Sachen selbst erstellt, ne? Aber da ist es einfacher, weil da die Kinder auch selber fragen und da vergeht die Zeit schneller, sage ich jetzt mal. Hier muss man ja Lehrern oder Lehrpersonal eben auch Sachen zur Verfügung stellen, dass die das auch sich selber zu Hause angucken können zur Vorbereitung und dann das als Kopiervorlagen oder Anleitungen sozusagen nutzen. Da ist es ganz günstig, dass wir das also mit diesem Netzwerk Bienen machen Schule gemeinsam so erstellt haben. Ja, meine letzte Frage wäre einfach, wo man dann konkret diese Materialien bekommt, wenn man sie bekommen darf? Also meine, kann natürlich jeder selber suchen, da gibt es ganz viel, aber damit man das nicht selber suchen muss, wollen wir ja eben auch in dem Kursbuch, in dem Bereich Projekte oder Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Schulimkerei, so eine Sachen auch zur Verfügung stellen.
Denn es gibt, muss ich auch sagen, es gibt natürlich auch verschiedene Themenbereiche und auch verschiedene Qualitäten bestimmter Sachen. Also es gibt sehr gut vorbereitete Sachen, die wir hier im Bienenmacher-Schule zusammengefasst haben. Es gibt aber auch relativ einfach gestaltete Sachen, wie man also zum Beispiel mal einen Bienenkörper zum selbst ausfüllen und selbst ausmalen. Da gibt es also ganz verschiedene Varianten, wo vielleicht jeder sagt, ich finde das schöner oder ich finde das schöner. Zu manchen Themen gibt es also mehrere verschiedene Varianten. Also mit Kursbuch ist das jetzt vom Bienenmuck gemeint. In dem Kursbuch hatte ich mit Sven besprochen, dass wir ja das dort mal aufbereiten. Genau. Wenn wir die Zeit dazu haben jetzt, ne? Das ist richtig. Ja, also ist vielleicht dazu auch ein Satz noch. Ist natürlich klar, dass wir zurzeit alle unsere Kurse da niederliegen haben und wir gedacht haben, wir können mal ganz viel aufbereiten, aber das kennt, glaube ich, jeder von sich selber. Ganz so ist es doch nicht. Also mit Homeschooling und auch Homeoffice und die Zeit ist nicht da. Das muss ich leider sagen. Also wir haben auch bei uns im Verein gesagt, wir haben viele Sachen, sei es die Chronik, die wir mal aufbereiten wollten, sei es eben solche Sachen überarbeiten, haben wir bis heute nicht geschafft. Und ja, wir bemühen uns aber, die Sachen sind ja fast soweit alle da, müssen nur eingearbeitet werden, dass wir also die Sachen, die schon zur Verfügung stehen, wenigstens in dem Kursbuch verlinken können oder anbieten können. Und da hat man ja schon mal ganz viel, was man einfach auch nutzen kann, wo man sagen kann, auch die Schulen verweisen kann. Also viele sagen, wir würden ja gerne, aber dann müssen wir ja wirklich zum Thema Bienen jetzt unser ganzes Lehrmaterial umstellen, wenn man da sagt, da gibt es einfach für jede Klasse zum Überblick schon was Fertiges. Da ist natürlich der Weg ein ganz leichter. Sag mal Sven, diese Schaukästen, die wir da gesehen haben, wo das Gerüst gebaut wird, baut ihr diese Schaukästen komplett selber oder nur das Gestell und kauft einen fertigen dafür? Ja, nur das Gestell. Das heißt, ich gehe mal auf das Bild. Ja, da ist er. Ja, und zwar kaufen wir diesen Schaukasten. Dann haben wir, das sieht man hier oben so ganz klein, noch die verschiedensten Überwürfe für Schlösser, weil wir das also wirklich mit Schlössern verschließen. Das haben wir also aus den ersten zwei Projekten, die wir so gemacht haben, gelernt, dass man also die Türen wirklich verschließen muss. Und dann haben wir hier Eigenkonstruktionen mit zwei Einschlaghülsen und einem solchen Konstrukt, dass dieser Schaukasten eigenständig steht. Und der ist im Grunde genommen einmal auf der einen Seite und dann nochmal von unten mit Flügelmutterschrauben gesichert. Warum ist das so? Diese Schaukästen werden also so von uns installiert, dass man diese mit einfach aufdrehender Flügelmutter von diesem Gestell entfernen kann und in die Klassen mitnehmen kann. Es gibt also Schulen, die wollen oder haben so ein Schauvolk im Bioraum, sage ich jetzt einfach mal, mit, was ich vorhin schon mal gesagt habe, mit einer Plexiglasführung nach außen, dass man sieht auch, wie die Bienen dann Pollen eintragen und so weiter. Hat aber natürlich Nachteile, mehrere. Der eine Nachteil ist, dass die Bienen sich natürlich in einer lauten Klasse eindeutig gestörter fühlen. Das haben wir also auch nachweisen können. Das haben wir mit einer größeren Klasse mal auch in Anführungsstrichen wissenschaftlich analysiert. Das ist also für die Bienen nicht gut, wenn die ständig mit dem Schul- und Klassenlärm in Verbindung kommen. Erstens. Zweitens ist es natürlich im Klassenraum immer warm. Das heißt, die klimatischen Änderungen in dem Bienenvolk sind auch nicht ideal. Sodass wir also dann übergegangen sind, das war sehr interessant, auch das so zu sehen und auch permanent das Bienenvolk mit in der Klasse zu haben. Aber wir haben dann gesagt, nein, die Bienen bleiben draußen. Und wenn wir sagen, wir wollen mal was Spezielles machen und der Imker möchte, weil das Wetter nicht ist oder warum auch immer, die Bienen mit reinnehmen, dann wird einfach das Flugloch entsprechend verschlossen. Und dann kann man also mit vier Schraubgriffen diesen Schaukasten mit nach drin nehmen. Das ist also für alle Seiten, sowohl für die Tiere als auch ja, für den Imker, der es macht, die einfachste Variante. Und das ist also so Marke Eigenbau, so eine Konstruktion. Und wie gesagt, dadurch, dass es Einschlaghülsen sind, kann man also durchaus sagen, dieses Jahr sind wir mal in der Schule und nächstes Jahr sind wir auch mal in einer anderen Schule. Weil auch das gibt es ja, dass eine Schule nach einem Jahr sagt, ja, Mensch, war toll und jetzt, oder man als Imker sagt, wir wollen einfach uns breiter aufstellen und das mehreren Einrichtungen zur Verfügung stellen. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst komme ich zu meiner nächsten. Das ist nämlich die Frage, die hier für den städtischen Schulgarten, wo ihr den gemeinschaftlichen Lehrbienenstand habt. Ja. Wem gehören denn dort die Völker? Rein rechtlich. Das ist also erstmal die Frage, wie man das ganze Konstrukt sozusagen aufbaut. Und wir hatten da auch schon verschiedene Varianten, die gut funktioniert haben. Und das ändert sich einfach dann alle paar Jahre mal mit den Leuten und Menschen, die dann da einfach auch aktiv sind. Grundsätzlich ist es so, das Gelände ist gepachtet, das Gebäude und alles, was da rein
ja, von der Sache drauf ist, gehört dem Imkerverein auch das Equipment, was da drin ist. Und zurzeit ist es also so, dass der Imker, der die Völker zur Verfügung stellt, dort vor Ort auch den Honig verkaufen darf, dem gehören die Wirtschaftsvölker. Hat einfach den Hintergrund, weil wir gesagt haben, dort ist nicht unsere Zuchtstelle. Wir haben also weder Belegstelle noch Zuchtbereich, sondern wir haben dort wirklich zwei, manchmal drei richtige Wühlvölker, wo wir also sagen, da machen wir auf und da gehen wir mit den Klassen ran. Und dann gibt es noch zwei, drei andere Völker, die daneben stehen, die wir nicht an oder ganz selten anfassen, wo wir also dem Imker dann da die Möglichkeit geben, der die Betreuung macht, einfach auch Honig zu ernten, weil in den Wühlvölkern ernten wir auch nicht so viel Honig. Nicht, weil wir es nicht können, sondern weil wir es nicht wollen. Das sind also wirklich Völker, die wir relativ natürlich belassen und diese Kombination hat sich also bewährt. Und aus den Völkern nehmen wir dann also auch das Material für die Klotzbeute. Wir haben so eine Kugelbeute, die da noch steht und den Schaukasten, der in diesem Holzhaus drin steht. Da werden also entsprechend Ableger genommen aus diesen Wirtschaftsvölkern. Und so ist also das Konstrukt, wie gesagt, gepachtetes Land, Eigentum des Imkervereins und die Wirtschaftsvölker gehören dem einem Imker, der das dann auch betreut dafür. Das heißt, der hat da eine gute Trachtmöglichkeit, weil das steht auch wirklich ganz gut in Cottbus und hat eben auch die Möglichkeit, den Honig da vor Ort zu verkaufen und da ist reger Publikumsverkehr. Unabhängig jetzt von unserem Lehrbienenstand ist da also, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, am Tag richtig viel los, weil da Schulklassen kommen und. Und es hat sich schon rumgesprochen, dass es in diesem städtischen Schulgarten immer Honig zu kaufen gibt. Also da lässt sich auch für die Arbeit, die man da hat, das ist viel Arbeit, lässt sich da dann auch ein bisschen was an Geld rausholen. Gut, habt ihr das schon immer gemacht, dass es nur von einem Imker dort die Völker stehen, weil du hast ja was von 8 bis 10 Völkern teilweise erzählt. Ja. Und da habt ihr auch mal versucht, dass es mit von 2 Imkern ist, die da. Das war schon mal, da hatten wir 2 Imker, das funktioniert genauso. Also da ist jetzt kein Unterschied. Zurzeit ist es einfach so, wir haben mehrere, die sich beteiligen, aber es ist eben, das haben wir festgestellt. Früher war es eben so, der Imker, dem die Völker gehört haben, musste oder sollte auch der Imker sein, der die Klassen dort betreut. Und das ist natürlich, das sind so Voraussetzungen, man muss die Völker haben, man muss da gerne hinfahren, also räumlich auch dahin wollen. Man muss mit den Kindern gut zurechtkommen, man muss dann vormittags Zeit haben. Und da haben wir dann bei Zeiten gemerkt, also das ist schwer, da jemanden zu finden. Und wir hatten viele Jahre jemanden, der das gemacht hat, der dann aber gesagt hat, Mensch, jetzt will ich auch in Ruhe gehen und in Ruhestand gehen sozusagen und haben das dann gelöst und getrennt voneinander. Und das ist wirklich gut, weil der eine konzentriert sich mehr oder weniger auf die Völker und auf die Arbeit mit den Völkern und hat ein bisschen was davon durch den Honigverkauf und übernimmt vielleicht auch mal so einen Kurs oder so eine Sache, klar, wenn es zeitig geht. Aber oft ist der dann natürlich K.O., wenn er die 10 Völker da bearbeitet hat. Und der andere, der die ganze pädagogische Arbeit macht, der dann auch manchmal 2 oder 3 Mal die Woche dahin fährt, braucht sich um die ganze Arbeit nicht kümmern, in Anführungsstrichen, sondern kann es genießen in dem gestalteten Schulgarten auf der einen Seite und auch in den behandelten und geführten Völkern zu arbeiten und mit den Kindern und Jugendlichen da nur zu arbeiten und die Pädagogik dazu machen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache, weil sonst wird es einfach, denn auch da ist es so, ja, wenn ich mit den Kindern was mache, stehe ich danach nochmal eine Stunde und mache die eigentliche Arbeit an den Völkern. Und die Zeit zu haben und jemanden zu finden, der das alles hat, ist nicht so einfach, muss man so sagen. Und so ist das voneinander gekoppelt. Aber das kann man natürlich, 2 Imker, 3 Imker, die Völker zur Verfügung stellen und auch 2, 3 Imker, die pädagogische Arbeit machen, wäre alles möglich, muss man sich nur entsprechend abstimmen und da wird man sich, glaube ich, einig, das würde alles gehen. Und zur Motivation von den Imkern, die pädagogische Arbeit macht, habt ihr Aufwandspauschalen oder wie macht ihr das? Wie geht es dann das ab? Also es ist grundsätzlich so, dass wir sagen, die Kosten, die zusätzlich entstehen, sollen auch getragen werden. Es gibt Imker, die sagen, das spende ich dann wieder, okay. Aber ich sage mal sowas wie Fahrtkosten oder Anschaffung, das muss rauskommen, weil wir sagen, selbst mit allem Enthusiasmus und wir verbringen da ganz viel Zeit, noch Geld mitbringen, da findet man gar keinen, der es macht. Also das ist auch so. Und da haben wir gesagt, das machen wir so. Wer sagt, ich möchte da aber kein Geld für die Fahrten oder sowas haben, der spendet es wieder, ist auch in Ordnung, alles gut. Aber das ist so. Und bei den Schulklassen gibt es auch 2 Varianten. Entweder übernimmt es der Schulträger oder der Förderverein oder wie auch immer für die ganze Klasse. Oder es gibt einen Obolus von 1 Euro bis 2 Euro manchmal, kommt immer auf den Umfang an, wenn Material noch mit dabei ist und so weiter. Pro Kind
Und dann ist das auch in Ordnung, weil wer selber Kinder hat, weiß, dass jede Exkursion 2 Euro ist gar nichts. Und es hat auch ein bisschen was mit der Wertigkeit zu tun, die wir da also haben. Es ist immer die ganz große Diskussion, Bildung muss kostenfrei sein. Manche sagen umsonst, das ist ein anderes Thema. Wir haben lange darüber auch überlegt und mit auch Schulen und Eltern auch gesprochen und sind eigentlich alle der Meinung, nee, das ist vollkommen in Ordnung, das ist hier Ehrenamt und wenn da wenigstens eine kleine Aufwandsentschädigung dabei rauskommt, das ist nicht viel Geld, was da am Ende kommt, ist das auch in Ordnung. Also da verdient man sich nicht mit reich. Aber so muss es sein. Und so machen wir es mit allen unseren Kursen. Also die Selbstkosten müssen immer gedeckt sein und eine kleine Aufwandsentschädigung. Und die kann man auch unterschiedlich gestalten. Da kann man sagen, man macht mal eine Dankesveranstaltung, so ein Grillen miteinander und packt das Geld in eine Kasse erstmal. Oder man sagt, der Imker, der da ständig kommt, der kriegt dann da mal 10 Euro in die Hand. Also das kann man machen, wie man will. So ist es aber, glaube ich, sinnvoll, dass man nicht von Anfang an überlegt, wie kann ich das kostenfrei zur Verfügung stellen. Also sollte man nicht machen. Deswegen habe ich schon bei der Voraussetzung auch darauf hingewiesen, das sollte man mit einplanen. Ganz vielen Dank. Ich sehe immer noch keine weitere Frage. Diese Schutzkleidung, wo lagert ihr die dann jeweils? Wer wäscht die? Muss man da auf die Größen achten und welche Zahl braucht man da ungefähr? Was ist denn da eine gute Zahl? Ja, das hängt natürlich, alle drei Aspekte hängen natürlich davon ab, wie man das organisiert und was man macht. Grundsätzlich hatte ich schon meine Voraussetzungen, wenn ich also oft mit Kindern an einer Schule arbeiten will, muss ich natürlich dann auch Lagerräumlichkeiten haben. Also ich habe ja auch anderes Equipment, was ich lagern muss. Dann bietet sich es natürlich an, diese Anzüge relativ trocken und relativ vernünftig so zu lagern, dass das Material nicht angegriffen wird. Also oft kriegt man dann von der Schule irgend so ein ausgedientes altes Außenlager zur Verfügung gestellt, wo man dann Schrank sich reinstellen kann. Na, dann sind die immer klamm. Also wenn man die also anschafft für eine Schulimkerei, dann muss man der Schule gleich sagen, es muss irgendwo eine Räumlichkeit sein, wo ich einen Schrank habe, wo die Kinder auch selber sich die Dinger zusammenlegen, da reinlegen können und so weiter. Das funktioniert. Man kann das personalisieren, dass man sagt, in jedem Jahr, wir haben das dann farblich teilweise gemacht oder mit Nummern, dass man sagt, du hast immer die Nummer 5 und dann ist das auch in Ordnung, dann muss man die nicht jedes Mal waschen. Grundsätzlich ist es so, zurzeit ist was das angeht, ja ein ganz großes Thema, was diese Kleidungshygiene jetzt auch angeht. Sonst ist es so, im städtischen Schulgarten, wo wir also viele Schulklassen haben, wird das regelmäßig von einer Firma ganz normal gereinigt. Also haben wir eine Firma, die sonst, sag jetzt mal, auch Ärztekleidung und sowas abholt und wäscht. Das lässt sich machen. Wir haben also eine Grundausstattung von 20 Anzügen, davon 5 Erwachsenenanzüge in einer Standardgröße. Ja klar, XL ist immer ganz gut, XXL, auch wenn da die eine oder andere Dame dann vielleicht da ein bisschen unterdimensioniert drin aussieht, aber ich würde jetzt hier nicht alle Größen davor halten, sondern dass man große Standardgrößen hat und im Grundschulbereich auch so, wenn man da bis zur 170, ich weiß gar nicht, wie das ist, wie die Größeneinteilung ist, aber das ist ja so das Maximum bis zur 6. Klasse, haben wir es auch so gemacht, die kleinste Größe haben wir nicht genommen, sondern so ein gutes Mittelmaß und immer 2, 3 ganz große nochmal genommen, auch teilweise Größe M, weil es ja auch immer auch große Kinder gibt, sodass die eventuell Anzüge haben, die denen ein bisschen zu groß sind, aber dadurch, dass die überall ja Gummizüge haben, ist das alles kein Problem. Und man muss ja auch mal dran denken, wenn wir dann auch in der kälteren Jahreszeit rausgehen, haben die alle einen dicken Pullover oder manchmal sogar noch eine Jacke drunter, eine dünne Jacke. Das muss auch alles passen. Also lieber eine Größe zu viel nehmen und dann sieht man halt ein bisschen labbrig drin aus als zu klein und dann ärgert man sich auch, dass man das Geld ausgegeben hat, weil die kosten natürlich auch ihr Geld. Aber ohne würde ich es nicht machen und ja, so ist das eigentlich eine ganz, ganz gute Sache. Also wenn man jetzt von Anfang an sagt, man macht nur eine Größe von 5 Kindern gleichzeitig, kann man ja vielleicht auch mit 10 Anzügen zurechtkommen. Aber dadurch, dass wir eben bis 10 Kinder sind wir da auch vor Ort, dann sind 20 ganz gut, weil die Größen ja auch immer, wenn sie universell sind, trotzdem passen müssen. Gibt es bei den restlichen Teilnehmern jetzt noch Fragen? Sonst bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich für deinen interessanten Vortrag und für die Themen, die du gebracht hast und für die Zeit. Und hoffe auch, die Teilnehmer, die da geblieben sind oder die da sind, konnten was für sich mitnehmen. Also vielen Dank nochmal. Ja, gerne. Und ich entschuldige mich für die Zeitüberziehung, aber ja, schön, wenn es interessant war.